einmal eine arme Frau, die in den Wald ging, um Holz zu sammeln. Als sie mit ihrer Bürde auf dem Rücken ein kleines krankes Kätzchen hinter dem Zaun liegen sah, das kläglich schrie, nahm es die alte Frau auf. Sie legte es in ihre Schürze und trug es nach Hause. Unterwegs kamen ihr ihre beiden Kinder entgegen. Und als sie sahen, dass die Mutter etwas trug, fragten sie: Mutter, was trägst du da? Und wollten das kleine Kätzchen gleich haben. Die mitleidige Frau gab den Kindern das Kätzchen nicht aus Sorge, sie würden es quälen, sondern sie legte das kleine Kätzchen auf alte, weiche Kleider und gab ihm Milch zu trinken. Als das Kätzchen sich gelabt hatte und wieder gesund war, war es mit einem Male verschwunden und fort. Nach einiger Zeit ging die arme Frau wieder in den Wald. Und als sie mit ihrer Bürde Holz auf dem Rücken an die Stelle kam, wo es das kleine Kätzchen gefunden hatte, stand da eine wunderschöne, vornehme Frau, winkte die arme Frau zu sich und warf ihr 5 Stricknadeln zu. Sie legte sie in ihre Schürze. Die Frau wusste nicht recht, was sie denken sollte. Obwohl ihr diese merkwürdige Gabe nur gering vorkam, legte sie die 5 Stricknadeln am Abend auf den Tisch in der Stube. Und als die Frau am nächsten Morgen aufstand, lagen ein paar neue, fertig gestrickte Strümpfe auf dem Tisch. Das wunderte die arme Frau sehr. Sie legte am nächsten Abend wieder die Nadeln auf den Tisch. Und am Morgen darauf lagen wieder Strümpfe da. Jetzt wusste sie, dass die fleißigen Nadeln der Lohn für ihr Mitleid mit dem kranken Kätzchen waren und ließ dieselben nun jede Nacht stricken. Sie verkaufte die Strümpfe auf dem Markt und hatte nun ein gutes Auskommen bis an ihr seliges Ende. Die Katze ist interessanter gewesen jetzt. Ja? Na klar. Aber ich habe ja auch noch was vergessen. Die beiden, die hier ein Gedicht gebracht haben, die kriegen ja immer noch einen kleinen Teil.